willkommen zu Tomb Raider. Ich wollte gerade die Zahl des Spiels sagen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Teil das ist. Deswegen werden wir es wohl einfach doch wirklich Shadow of the Tomb Raider nennen. Ich bin schon super gespannt, wie das Spiel wird. Wer denn auch direkt in das Spiel eintaucht? Oh, ich bin so gespannt, wie es... Oh. Neues Spiel. Behalten Sie alle... Okay. Also, wir würden jetzt einfach mal beginnen. Gesamtschwierigkeit, Initiationsritus. Einfach einfallsreich. Eine Gesundheitsregeneration im Kampf. Eins mit dem Dschungel. Tödliche Obsession. Ah, nein, wir nehmen mal Initiationsritus. Das wird ja wahrscheinlich die normale Schwierigkeit sein. Munitionskisten sind seltener. Feinde haben normale Gesundheit und normalen Schaden hinzu. Wir waren. Ich weiß nicht so richtig, wo ich sie hinschiebe, damit sie nicht... Warte mal. Dann. Behalten, damit ich sehe, wenn es ungünstig ist. So, Munitionskisten sind seltener. Feinde haben normale Gesundheit. Fügen normalen Schaden zu und sind als Silhouetten sichtbar. Keine Schwierigkeit. Dezente weiße Markierung auf wichtigen Pfaden. Normale Zeit für Rettungsgriffe. Gott sei Dank. Basislager sind nicht aktiviert. What? Na gut. Rätselschwierigkeit. Lara gibt generell Hinweise darauf, wie fortzufahren ist. Überlebensinstinkte erleuchten benutzbare Objekte. Aha, ja gut. Ich denke, das ist in Ordnung so. Bei Shadow of. Vielen Dank. Das finde ich sehr nett. For our friend Mike Sherlock. Bei noch ein bisschen Melone, solange ich noch habe. Hey Streuner. Synchronsprecherin behalten. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Carina. Er hätte es erwartet, aber wir sind gerade abgestürzt. Ja, hörst du mich? Oh. Irgendwo woanders. Verdammt. Hört ihr mich gut? Ich kann den Ton von dem Spiel noch nicht so richtig einschätzen.
Scheiße. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hol Hilfe. Ich hab dir einen Sub gegiftet. Ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Damit du auch eine Kugel hast, Carina, weil du mir so ein schönes Geschenk gemacht hast. Oh Gott, schneidet sie sich jetzt. Na gut, nee, sie braucht das Bein noch. Oh. Ah. Das hat nie gereicht. Bitte schön. Oh Gott, Idiot. Das ist ja ekelhaft. Scheiße. Jetzt hier klettern oder was? Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh, na das ist aber schön. Ganz krass, dass sie ihr Bein gerade so bewegen kann, obwohl das eigentlich nicht so gut aussah. Aber das ist halt Lara Croft. Kann sowas. Mit einer 5 cm tiefen Fleischwunde können wir uns trotzdem hier den Berg hochhangeln. Oh. Wieder ganz. Oh. Hallo? Trinity-Marke. Ein Emblem des Trinity-Repräsentativs. Verwenden Sie WASD, um sich zu bewegen und drücken Sie, um auf eine niedrige Plattform um Hindernis zu klettern oder springen. Jonah, ich bin draußen. Kann ich springen? Sei vorsichtig. Der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. Ich muss noch nachfragen. Hört ihr mich gut? Keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Also, ich wäre da jetzt runtergefallen. Oh, wir haben ja zwei. Ach, super, okay. Bei mir erscheint das Spiel gerade recht laut, deswegen war ich mir nicht sicher, ob man mich gut verstehen kann. Und ich sehe auch leider gerade den Pegel nicht, weil der Chat gerade im Weg ist. Wir haben EP bekommen. Ich hab's geschafft. Krass. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Oh. Krass. Also es sieht schon sehr cool aus. Muss man sagen. Bin verleitet zu schreien. Eventuell müssen wir die Grafik noch ein bisschen runterdrehen. Ich muss das mal etwas beobachten. Aber eigentlich dürfte es gehen. Oh nein, sie tritt in eine Falle. Oh nein, da ist Sprengstoff. Aus wie ein Sternbild. Jonah. Wow. Sieh dir das mal an. Die
Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Ich habe gerade versehentlich zwei Bots an. Ich muss Bilder. Das gleich beheben. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Ich wusste es. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Erstmal Fotos schießen. Los, los! Oh Gott. Schnell! Nein, nein, ich bin sehr schnell mit, sehr schlecht mit Quicktime-Events. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Mexiko. Ah, das erinnert mich an den Disney-Film Coco. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Das sind ziemlich coole Gesichtsbemalungen. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Huki. Bitte? Ganz kurz. Von zwei Chatbots belästigt.
Errungenschaft freigeschaltet, Pfad der Sterne. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Wie geht's euch denn allen so? Aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ich möchte ja jetzt wissen, nicht, dass wir nicht miteinander Städte quatschen können. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, Dominguez, wie läuft's bei dir? Karte ansehen. Aktuelles Einsatzziel. Oh. Hier sind unsere Ressourcen. Okay, also wir müssen, das ist, glaube ich, das Symbol für Gräber. Mir geht's auch gut und ja, ich freue mich auch, dass Wochenende ist. Pfad der Sterne. Das Notebook. Fotografien meiner Reise durch Südamerika. Ein Bericht meiner Jagd auf Trinity. Überlebensguide. Na, das brauchen wir jetzt vielleicht noch nie. Nebenmission. Herausforderung. Okay. Legende. Oh! Seilrutsche. Ach, hier, guck mal. Ein Sarkophag. Ach, eine Krypta. Ups. Okay. Also gibt es hier zwei Krypta, die wir finden könnten, wenn wir da Lust drauf hätten. Was ist das? Aha. Okay. Oh, guck mal, wir können mit der reden. Hallo? Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ach, guck mal, das sieht ja echt cool aus, ey. Hier werden die Masken richtig an die Wand gespiegelt. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. So, ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja. Oh, irgendwie habe ich gedacht, dass ich hab. Er ist am Tor. Ich sehe. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Passt auf, dass uns keiner folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Ciao, ciao. Bin ich wie duck ich mich? Jonah, ich bin drin. Gut. Barney. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ein Foto von Jonah Meyer. Kann ich mich... Verzeihung. Haut ab! Weg! Weg! Da hinten ist er. Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Was? Lara. Ja, du hast recht. Hu!
Ey, Mann. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Quatsch, der hat nie aufgepasst. Rempelt uns hier einfach an. Huch. Hallo? Hallo? Sieht echt cool aus, ey. Guck mal, wie detailliert das hier ist. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Visuelle Bestätigung? Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Oh. Ich finde einen anderen Weg. Dann ist das hier wohl unsere Seitengasse, wa? Ich würde echt gern schneller laufen, aber es geht nicht. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Anfang 20? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Zu spät. Ach so, ich kann mich schon bewegen, okay. Ich würde gern sprinten. Hey, Mann. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel. Er tut bestimmt nur so nett. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Einen anderen Weg in die Ausgrabung finden. Was? Wir können rennen? Boah, das mit den Überlebensinstinkten. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Aber die Überlebensinstinkte leuchten nicht so lange wie beim letzten Teil. Bogen, beste Waffe. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide. In so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Ich rette dich. Warte. Schon. Mach endlich. Irgendwelche letzten Worte. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Oh Gott. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Alter, ist die Maus empfindlich. Hohoho. Hey Mann. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Alter, ist die Maus sensibel. Jonah, oh. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rock. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Das klingt nicht so gut. Einen Moment, ich muss ganz kurz gucken.
viel Empfindlichkeit. Achso, ich denke, das gibt, das ist ja nur für den Stick. Ach hier, Maus. Mausempfindlichkeit. So. Achso, warte. Ah, es ist noch nie perfekt, aber... Ich sollte die Ruinen überprüfen. Es ist äußerst umständlich, das Mausrad zu drücken. So, hier war doch... Ups. War doch irgendwo eine Kiste. Hier. Aha. Fell. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ja, ja. Der Stelle... Nur noch gucken.